Hallo Herr Müller, besonders geärgert hat mich in dieser Woche das Berliner Test- und Quarantänechaos. Nach dem Motto, rinnen in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln, gab es mal wieder einen Berliner Zickzackkurs. Leidtragende sind vor allem Berlins Schüler, Kita-Kinder und die Eltern oder Erziehende. Die Halbwertszeit politischer Aussagen und Beteuerungen von der Regiermeisterin oder der Schulsenatorin Busse nähert sich gen Null. Auf den Punkt bringt es eine Mitarbeiterin der Corona-Hotline des Landes Berlin, die auf die Frage, welche Test- und Quarantäneregeln gelten, antwortete: Ich weiß auch nicht, was aktuell gilt. Es war zwar keine Rede vor dem chinesischen Volkskongress, hatte aber ähnliche Züge. Am Donnerstag gab die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ihre erste Regierungserklärung vor dem Berliner Abgeordnetenhaus ab. In ihrer über 80-minütigen, teils locker und scherzend vorgetragenen Rede stellte sie zum wiederholten Male die Grundzüge ihrer Politik dar. Mit den Worten hingehen, zuhören, anpacken, beschrieb sie ihren künftigen Regierungsstil. Ob dieser Stil ankommt, wird sich zeigen. Nach jüngsten Umfragen sind 46% der Berliner mit der Arbeit der Regiermeisterin unzufrieden. Lediglich 24% sind zufrieden. 71% der jungen Menschen zwischen 18 und 29 Jahren sind mit ihrer Arbeit unzufrieden. Sehr unzufrieden mit der Arbeit des Bezirks und des Senats sind auch die Anwohner des Stuttgarter Platzes. Die Gegend um den Stutti verwahrlost durch Müll, Spritzen vieler Drogensüchtiger und das Wildpinkeln von Obdachlosen. Zum Gesamtproblem der Gegend antwortete nun der Senat auf eine Anfrage eines Abgeordneten folgendes: Das Urinieren an verbotener Stelle sei als Symptom und Begleiterscheinung der Tatsache zu werten, dass viele Wohnungslose sich nahe dem Stuttgarter Platz aufhalten. Es gibt zwar eine kostenpflichtige öffentliche Toilette, die aber für viele Obdachlose, die vor allem unter der Bahnbrücke in der Lewisham-Straße kampieren, wegen der Kostenpflicht nicht genutzt würden. Immerhin hat das Ordnungsamt vor kurzem Matratzen und andere Gegenstände unter der Bahnbrücke entfernt. Der zuständige grüne Stadtrat Schwäfenegger erklärte zur Problematik: Natürlich dürfe jeder Obdachlose eine Matratze behalten, um nicht zu erfrieren. Manche Stellen hätten sich aber zu Möbellagern entwickelt. Der Sprecher der Bürgerinitiative Stuttgarter Platz, Joachim Neu, wirft der Bezirkspolitik jahrelanges Nichtstun und fraktionsübergreifende Hilflosigkeit vor. Beratungen an zahlreichen runden Tischen hätten wenig geändert. Beispielsweise habe die Verwaltung seinen Vorschlag abgelehnt, ein Baustellen-WC aufzustellen. So ist Berlin. Warum wird die Situation am staatlich geduldeten Schandfleck nicht dadurch gemildert, indem wenigstens kostenfreie Toiletten und Müllcontainer aufgestellt werden? Vielleicht könnte ja auch die Landesmutti an dieser Stelle mal beherzt zupacken und lösen, statt zu lamentieren. Corona findet sich in vielfältiger Weise im Stadtbild wieder. Auf der Wilmersdorfer Straße befinden sich auf wenige Meter 10, gar 12 Corona-Teststellen. Die oft improvisierten Container, Partyzelte, Mini-Zelte, Pförtnerhäuschen, abgetrennte Teile eines Döner-Imbisses, Teststellen beim Friseur oder im Kosmetikstudio zeigen deutlich die Goldgräberstimmung beim Corona-Testen. Offenbar ein ergiebiges Geschäftsmodell, das derzeit das Gesicht unserer Zentren prägt. Senat und Bezirke wollen jetzt in Berlin die Förderung von sogenannten Kiezblocks vorantreiben. So soll durch massenhafte Poller im Kiez der Durchgangsverkehr verhindert und erschwert werden. Mit dieser Idee, häufig stammen entsprechende Anträge aus dem eher akademisch geprägten Milieu, will man mehr Lebensqualität erzwingen. Die Poller-Bü-Idylle wird dazu führen, dass die verbleibenden Hauptstraßen noch mehr Verkehr werden aufnehmen müssen. Die Auswirkungen von Poller-Bü auf Büller-Bü ist bisher noch nicht geprüft. Immerhin will Pankow die Auswirkung der Kiezblocks auf den Verkehr durch die Technische Universität Berlin und Dresden begleitend untersuchen lassen. Ralf Kleindiek soll jetzt als, Achtung, Chief Digital Officer, CDO,
Berlins Verwaltung digitalisieren. In einem Interview im Tagesspiegel gab er dazu Folgendes zum Besten: Ich sehe aber, dass vieles besser werden muss. Oder zu einer agilen Arbeitsweise gehört, dass man auch mal Fehler macht. Und auf die Frage, ob er aus den Verwaltungen Innovationslabore machen will, ist die bemerkenswerte Antwort nein. Wir sollen denn keine Projekte auflegen, die sehr viel länger geplant sind. Ich habe eine 80-20% Philosophie. Wenn wir 80% von dem, was wir wollen, mit einer Standardlösung erreichen können, dann sollten wir das machen und nicht ewig an den restlichen 20% arbeiten. Das wäre keine zeitgemäße Vorgehensweise mehr. Es geht mir in erster Linie um die Umsetzung von Vorhaben, auch um Menschen zu zeigen, das funktioniert doch besser, als ich dachte. Und er verspricht, bis 2026 in Berlin die elektronische Akte einzuführen. Die digitale Revolution kommt also in kleinen Schritten, aber sie kommt. Sehr ärgerlich waren die Autobahnblockaden sogenannter Umweltaktivisten an den Autobahnauffahrten zur A103 und A114 in den Morgenstunden dieser Woche. Diese sogenannten Klimaschützer blockierten gleich an mehreren Stellen Autobahnzufahrten und bescherten tausenden Autofahrern zum Teil stundenlange Wartezeiten im Stau. Mit politischem Protest hat die Nötigung tausender Menschen nichts, aber auch gar nichts mehr zu tun. Das Demonstrationsrecht wird hier von einer Minderheit durchgeknallter Aktivisten missbraucht und Menschen gehindert, rechtzeitig zur Arbeit oder zum Arzttermin zu kommen. Wann setzt der Rechtsstaat der Nötigung hier Grenzen? Wie kann es sein, dass am Montag und am Mittwoch eine Handvoll Rechtsbrecher einer Gruppe, die sich Aufstand der letzten Generation nennt, Teile der Stadt lahmlegt? Diese Aktion war wirklich das Letzte. Was in Berlin gut funktioniert, sind Diätenerhöhungen. Die 1,9% Diätenerhöhung, was in etwa der allgemeinen Gehaltssteigerung in den Jahren 2019 und 2020 entspricht, sei den Abgeordneten ja gegönnt. Aber die Aufstockung des Zuschusses für Wahlkreisbüros um 50% auf nunmehr 1.500 Euro monatlich und die Erhöhung der Personalmittel von eine auf künftig anderthalb Stellen für jeden Abgeordneten sind maßlos überzogen. Summa summarum addieren sich die Mehrkosten für 147 Parlamentarier auf jährlich mehr als 5 Millionen Euro. Und bisher hat noch keine Diätenerhöhung eine Verbesserung der parlamentarischen Arbeit bewirkt. Die Redaktion der Gefangenenzeitung Lichtblick hat sich jetzt mit einem Spendenaufruf an die Öffentlichkeit gewandt. Aufgrund der sogenannten vorläufigen Haushaltswirtschaft kann die Justizvollzugsanstalt Tegel nicht mehr finanzielle Mittel für die über Berlin hinaus bekannte Knastzeitung bereitstellen. Für die nächste Ausgabe fehlen 2.500 Euro. Vielleicht spenden ja Abgeordnete, die keine vorläufige Haushaltswirtschaft haben und die von der Diätenerhöhung partizipieren, für den Lichtblick. Wäre doch mal ein Lichtblick. Das statistische Berliner Durchschnittsalter lag 2021 bei exakt 42,9 Jahren und damit nur 0,1 Jahr unter dem Durchschnittsalter im Jahr 2010. Dank des Zuzugs ist Berlin keine vergreisende Metropole. Mit einem Durchschnittsalter von 31 Jahren ist die Schöneberger Linse zwischen S-Bahnhof Schöneberg und dem Südkreuz gelegen, Berlins jüngster Kiez. Rund 1.500 Neubauten Wohnende sind vor allem junge, von auswärts zugezogene. Mit rund 55 Jahren im Durchschnitt ist Spandau-Gartenfeld und die Gegend rund um die Angerburger Allee in Charlottenburg ganz schön alt. Seit 2008 befindet sich das Lokal Nussbaumerin in der Leibnizstraße 55 nahe dem Kurfürstendamm unter dem Motto »Sei hungrig, sei durstig, sei willkommen« bietet die Nussbaumerin im netten Ambiente ausgezeichnete österreichische Küche. Auf der Speisekarte findet man die typischen alpenländischen Klassiker wie Voggerlsalat, Original Wiener Schnitzel, Tafelspitz oder Wiener Rindersaftgulasch. Empfehlenswert die Leckereien wie österreichischer Kaiserschmarrn mit Rumrosinen und Zwetschgenröster
oder Marillenknödel. Oder auch Salzburger Nockerl mit der Abkürzung NWG. Auf der Speisekarte steht das für nur wann's geht. Herr Müller, ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Restsonntag. Sonntag.